Willkommen zurück hier bei Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung. Heute machen wir erstmal mit den Link-Quests weiter und danach hoffentlich mit der Story. Mal schauen, ob wir es schaffen. Ich werde aber auch hier, jetzt wie ihr noch nicht wisst, aber dann demnächst wissen werdet. Wie in Skyward Sword werde ich länger aufnehmen als einen Part. Da ich, ja, keine Ahnung, der Spielfluss lässt sich dadurch halt nicht unterbrechen. Wenn man versteht, was ich meine. Wenn ich hier gerade am Zocken bin und dann weiter zocken möchte, dann möchte ich nicht aufhören müssen. Sondern ich kann dann einfach weiter zocken, wenn ich Bock darauf habe. Und muss den Part dort nicht beenden. Das ist aber auch gut. Ach scheiße. Jetzt habe ich sein Auge nicht getroffen. Ah, du Drecksau. Okay. Jetzt kann man einen Schmetterangriff machen. Das ist aber auch gut. Weil, also dieses länger aufnehmen als halt nur für einen Part. Weil, wenn ich aufhöre aufzunehmen, dann muss das immer erst gespeichert werden. Oder ist es besser, wenn es gespeichert wird. Weil, wenn dann ein Fehler auftritt mit der Capture Card oder mit dem Programm oder was auch immer, dann sind direkt zwei Parts verloren. Wenn ich dann währenddessen aufnehme. Und was ein größerer oder schwerwiegenderer Grund ist, weswegen ich das mache. Nachdem ich so ein Part beendet habe, habe ich erstmal, ach man, habe ich erstmal nicht wirklich Bock weiterzumachen. Deswegen werde ich das jetzt wahrscheinlich öfters machen in Zukunft. Ich bin sogar ausgewichen. Das ist sehr geil. Also ich kann mir halt echt nicht mehr viel erlauben. Aber anscheinend müssen wir auch nur den Eishinox hier besiegen und das war's dann. So wie ich das sehe. Ich springe halt die ganze Zeit zurück. Nur es zählt einfach nicht aus irgendeinem Grund. Ja, und wir müssen weitermachen. Das war's noch nicht. Eine Leune. Ja, nee. Kann ich sowas von knicken? Ich werde den Leunen nicht besiegen können mit nur einem Viertelherz. Ja, okay. Ich habe direkt gesehen, das wird nix. Als ich da versucht habe auszuweichen. Aber das ist halt auch so der Moment, wo man sich so denkt, nee, ich schaff das nie im Leben. Und dann hat man einfach direkt keinen Bock mehr, sich da noch großartig Mühe zu geben. Okay, machen wir es mal so. Schön. Ja. Jetzt bemühe ich mich aber mehr und zeige dem Hinox mal, wo es hier lang geht. Nein, 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 was soll das? Hallo. Ich hab doch in sein... Ja, jetzt hat's gezählt. What the fuck? Okay, ich hab mich gerade schon gefragt, warum ich jetzt nicht getroffen wurde, aber anscheinend liegt das daran, weil der so ein bisschen weiter gesprungen ist. Nein. Bis zum...
Okay, machen wir es einfach so. Während er verwundbar ist. Und dann können wir ihm Schmetterangriff reinzimmern. So. Bombenmodul. Ja, 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 ja. Kriegen wir hin. Zählt aber nicht mehr. Okay. Toll. Wieder Bombenmodul. Aber hier können wir auch Stasis benutzen. Also machen wir das doch direkt. Und es ist nur noch ein Balken. Den ich ihm mit einem Attackennagel abziehen kann. Nice. Nur 2/3 Herzen verloren. Also fast 3 Herzen verloren. Also mega sick. Damit kann ich doch schon eher arbeiten. Ist die Truhe jetzt despawned oder habe ich das noch bekommen, was da drin war? Aua. Zum Teufel. Den Move habe ich aber auch noch nie gesehen von einem Leunen. Nicht, dass ich den bei einem anderen Gegner schon mal gesehen hätte. Nein. Das will ich damit nicht sagen. Ich habe den Move einfach noch nie gesehen. So. Komm. Jawoll. Schönes Ding. War risky. Aber es hat geklappt. Okay, Bombenmodul. Reinzimmern. Und nach vorne. Okay. Hauptsache nicht getroffen, ne? Okay, das zählt schon. Nice. Die Zeit ist zur Hälfte abgelaufen. Was zum Teufel? Dabei habe ich mich doch mit ihm übel beeilt. Hallo. Okay. Schmetterangriff reinhauen. Und ich muss ihm nur noch einen Schmetterangriff reindrücken. Und er gibt sich alle Mühe, mir dabei zu helfen. Komm, ich muss mal ein bisschen riskier gehen. Okay. Klappt. Schmeckt. Und das war's jetzt mit dir. Sehr, sehr schön, Link. Es kommen noch mehr? Was kommt denn noch? Ganons Wasserfluch wurde auf dem... Okay. Entspann dich mal. Rast halt noch mehr aus. Oh, sick, sick, sick. Wir haben immer auf jeden Fall schon die Hälfte abgezogen. Nein, 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 nein. Oh. Was wurde ich jetzt doch noch getroffen? Okay. Wenigstens kriegen wir einen Schmetterangriff raus. Brauchen 4 Schmetterangriffe für ihn, oder wie? Können wir das Ding dann wenigstens bei ihm verwenden? Nein. Warum kriegen wir diese verdammten Stäbe, wenn wir die nicht benutzen können? Okay, sick. Holy shit. Entspann dich. Okay, 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 wunderbar. Nice, nächster Schmetterangriff. Ich
weiß aber nicht, dass... Oh, Moment. Nein, 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 nein. Das hässliche Modul war noch nicht ab. Und ich bin down. Okay, wir können aber erneut versuchen. Genau das werde ich auch tun. Wo ist er? Da ist er. Du Drecksau. So, dafür baller ich dir jetzt richtig ins Maul. Zack. Und Attackennagel noch hinterher. Wunderbar. Nein. Dieses Mal aber nicht. Erster Schmetterangriff. Nice. Und wir kriegen anscheinend fürs Angreifen auch die Spezialleiste voll. Das ist schön. Nein, 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 nein. Das kann es nicht sein. Das habe ich zu spät gesehen. Nein, ich habe die Scheiße zu spät gesehen. Jetzt ist alles gefickt, ey. Sorry. Sorry für den Ausdruck. Aber es ist gerade sehr frustrierend, dass ich so scheiße bin. Komm, 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 komm. Ja, schön. Schöne Stasis. Gerade noch so im Rahmen. Jetzt können wir ihm hier so eine Attacke reinzimmern. Wir haben auch die Spezialattacke bereit. Das nicht getroffen hat, ist ein Wunder. Nein. Lass die Scheiße da sein. Lass es sein. Okay, Stasis. Okay, schön. Scheiße. Ich wollte gerade ausweichen. Und ich bin down. Nochmal und dieses Mal bitte besser anstellen. Das war gemein. Und wie es ausschaut, werde ich die Link-Mission nur in diesem Part fertiggestellt bekommen. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen, das tut mir leid. Aber hätte ja niemand wissen können, dass schon wieder so eine Assi-Mission dabei ist. Aber ich werde die Mission auf jeden Fall noch fertigstellen in diesem Part. Im nächsten geht's dann weiter. Ah, du Drecksau! Dass da dieses beschissene Modul noch nicht bereit ist. Ist so ein Dreck. Ja, komm, kill mich. Habe ich direkt keinen Bock mehr. Habe ich direkt keinen Bock mehr, da weiterzumachen. So. Okay, das Fenster ist gerade sehr komisch. Okay, gut. Scheiße, da habe ich mich unnötig wie sonst was treffen lassen. Aber kann hier für, kann dafür jetzt hier Stasis benutzen. For free. Nein. Das lassen wir. Ich muss noch nicht mal nah an ihn ran, oder? Scheiße. Ich nicht getroffen werde, nur weil ich das Bombenmodul benutze. What the hell? Okay. Da bin ich ganz okay ausgewichen, möchte ich meinen. Okay. Wunderbar. Jetzt ein Schmetterangriff.
Zack. Okay, komm, 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 komm. Schön. Nice. Okay, und es war zu spät. Okay, gerade so ausgewichen. Was zum... Oh, was? Dass ich da ausweichen konnte. Und super. Was machst du, Link? Du Kackvollidiot! Ja, komm. Kill mich halt. Das war so scheiße von Link schon wieder, ne? Dass er Spacken das irgendwo hingesetzt hat, dieses dumme Modul. Was soll das? Setz das auf den fucking Gegner vor dir. Wo ist der? Unfair. Unfairer Dreckscheiß. Okay. Hälfte der Balken abgezogen. Ziehen uns jetzt wieder zurück. Ich sehe nämlich keinen Grund, nah an ihn ranzugehen. Scheiß Drecksack, ey. Das kann es nicht sein. Okay, gerade so. Gerade so. Erster Schmetterangriff. Okay, schön. Nein. Alles klar, what the fuck? Ich habe mich verdrückt, aber das ist cool. Ich verdrück mich da leider immer oder komme gar nicht erst dazu, das zu drücken. Ich weiß nicht, wie ich das immer schaffe. Scheiße. Hätte ich früher drücken müssen, aber wenn man halt nicht genau dran steht, dann ist das manchmal einfach crap mit dem Stasis-Modul. Ja, und ich lasse mich wieder von ihm richtig wegmachen. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Zweiter Schmetterangriff. Ja, okay. Das war's, komm. Was zum Teufel? Ich wollte gerade sagen... Ne, okay, okay. Komm, kill mich wieder. Diese Scheiße mache ich nicht mit. Da starte ich direkt neu. Das ist so ein fucking Scheißdreck. Komm, mach. So, und ich gehe jetzt am besten erstmal von da drüben weg. So Scheiße. Mache ich nicht mit. Was zum Teufel, Alter. Okay, sehr gut. Das können wir auskontern. In schön, Link. Schön. Richtig geil erstmal dumm sein. Du scheiß Arschloch. Ja, natürlich. Wie soll man dieser Scheiße ausweichen? Jetzt mal ganz im Ernst. Wie soll man dieser Kacke ausweichen? Da muss man noch 10.000 Meter weit von ihm weg sein.
Und als ob das jetzt nicht mehr drin war. Hallo? Ja, keine Ahnung, wie man diesen Müll ausweichen soll, ehrlich zu sein. Dann darf ich mich halt von anderen Sachen nicht mehr treffen lassen, die man tatsächlich ausweichen kann. Weil diesen Müll kann man nicht ausweichen. Komm, kill mich einfach wieder. Es ist so ein Scheißdreck, ey. Es ist so ein verdammter Scheißdreck. Kann man hier irgendwo Heil-Items finden? Gibt es hier irgendwo Heil-Items? Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank. Ein Heil-Item gibt es. Ihm gerade aufs Maul geben können. Ah. Okay, das kann ich auskontern. Da muss ich mich bereit machen. Okay. Hälfte der Balken wieder weg. Schön. Nice. Komm. Jawohl. Schönes Ding. Wunderbar. Erster Schmetterangriff ist durch. Okay, schön weit von ihm entfernt. Boah, diese Kacke. Dieser Kackangriff. Scheiße! Boah, sich so ekelhaft an den Rand teleportiert, ne? Das ist so ein Müll. Okay, schönes Ding. Da kann ich jetzt nicht vernünftig ausweichen. Und da habe ich jetzt so richtig aufs Maul bekommen. Okay, ist eigentlich schon wieder vorbei. Ja, geil. Nice. Okay, 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 okay. Aber immer in Bewegung bleiben. Das ist anscheinend der Schlüssel bei diesem Kackboss. Ja, 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 ja. Schön. Ja! Oh mein Gott, da kann er gar nichts mehr machen. Okay, wieder Stasis. Und nächster Schmetterangriff reingedrückt. Komm, TP dich zu mir. Stasis. Wenn er die Attacke benutzt, sind wir aber geliefert. Also lieber in Richtung seiner Keule rennen. Seines Morgensterns. Aber ich glaube, jetzt ist er down, oder? Link! Zeig's dem Assi! Alter! Schönes Dingen, Link. Holy shit. Ah.
Okay. Auch wenn das jetzt sehr lang gedauert hat, werde ich dennoch die letzten beiden Missionen machen. Verregneter Weg. Sonderregeln, Zeitlimit. Das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Nur hatten wir eben auch ein Zeitlimit. Und, ja. Für die Mission haben wir einfach 25 Minuten jetzt schon gebraucht. Na komm, hau rein. Ich will zocken. So, verregneter Weg. Begib dich zum Ziel. Gut, dann werde ich das machen. Dann werde ich genau das machen. Wir speedrunnen diese Mission. Ach so, ja, okay. Never mind. Ich dachte, wir speedrunnen das hier zu übelst. Aber nö. Obwohl, wenn ich mir so anschaue, wie wenig da aushält, dann schon irgendwie Speedrun. Ich dachte, wir können einfach so durchrennen. Was ist das hier? Okay, nichts von Bedeutung, denke ich mal. Ach, schon irgendwie komisch. Naja. Was soll's? Und das Dingen hier ist auch anscheinend echt gut, um sich so Elektro-Dinger zu gönnen. Und vor allem, um sich Flederbeißersachen zu farmen. Holy shit, sind hier viele. Oder Schleimgelees, um sich die zu gönnen. Holy shit! Allein schon viermal Schleimgelee. Aua. Okay, dem haben wir richtig eins ins Maul gegeben. Und finishen ihn jetzt. Boah, also gegen die Mission von eben wirkt das hier wie Kindergarten. Aua. So, was ist ein Elektro-Oktorok? Sah zumindest irgendwie so aus. Oktorok-Ballon, ja, okay. Weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach nur so ein gelber Oktorok. Und die haben keine Elemente. Ich weiß es nicht. Aua. Hallo? Au! Drecksau, Alter. Schmetterangriff. Weg mit dir. Der Moblin verfolgt Link. Ja, und? Juckt mich das? Hallo? Oh Mann, er hat jetzt schon wieder nicht den hässlichen, die hässliche, das hässliche Stasis-Modul benutzt. Ey, das kann es doch nicht sein. Nice. Richtig schön. So, Schmetterangriff. Und weggehauen. Ja. Der Moblin konnte mir echt
komplett egal sein. 655 Rubine. Link hat das Tragelimit erreicht. Eigentlich können wir alles wegmachen, ne? Das können wir auf jeden Fall wegmachen. Das, das. Monsterteile nicht. Das möchte ich erstmal noch behalten. Gut. Ja, komm. Hauen wir einfach alles weg, was nicht Monsterteile ist. Na, stopp. Das habe ich schon echt gut. EP beim Kombinieren, das behalte ich auf jeden Fall erstmal auch. Auf einem Stock. Angriffsreichweite, erhöhter Verkaufs... Ja, doch. Müssen wir ja sowieso verkaufen. Materialien im Gras, okay. Zum Teufel. So. Wunderbar. Damit haben wir wieder richtig schön Platz im Inventar und auch eine ordentliche Menge Rubine bekommen. Okay, können wir es hier direkt... Ja. Nice. Können wir direkt abschließen. Für den Adea-Eintopf. Spezialangriffsleiste füllt sich 12% schneller. Hört sich ganz geil an, ja. Oh. Du hast ein Dankeschön erhalten. Abschlussquote 50%. Sind wir nicht bei 50%? Hm, okay. Dachte, die Männchen da oben würden immer zeigen, wie viel Prozent man hat, also 25, 50, 75 und 100. Aber, pff. Na gut, dann eben nicht. Moment mal. Das zeigt uns doch nicht an, wie weit wir sind, oder? Oder wie viel wir noch brauchen, meine ich. Dieses Ding, sondern das zeigt nur an, wie viel wir kriegen würden. Ich muss gleich mal schauen. Also nach der Mission sollten wir das dann eigentlich... fertig haben. Blitz-Spezialtraining schwer. Na gut, Leute. Ja gut, dann sorry dafür. Ich denke, ich werde doch nicht länger aufnehmen. Weil, naja, man kann mit den Missionen echt immer gut planen, wie lange der Part wird. Das heißt, wir werden dann beim nächsten Mal dieses Spezialtraining hier machen und dann werden wir weiter mit der Hauptmission machen. Endlich. Gut, was ich noch sagen wollte. Wundert euch nicht, falls es nochmal einen längeren Part geben sollte. Also, falls ich mal das doch so machen sollte, dass ich länger aufnehme und dann nicht am Ende der Folge sage, ja, bis zum nächsten Mal, was auch immer. Es könnte irgendwann auf oder in nächster Zeit nochmal vorkommen. Gerade jetzt bei Skyward Sword. So. Auf jeden Fall bedanke ich mich dann fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst und ciao.